haben jetzt gerade den 24. Dezember. Es ist Abend geworden. Die Sonne ist gerade eben hinterm Berg verschwunden. Wir haben uns hier schon ein schönes Lagerfeuer gemacht, haben es hier uns ein bisschen gemütlich gemacht mit Kerzen und Lichterkette und wollen jetzt ein bisschen Stockbrot machen und den Abend genießen, den heiligen Abend. Wir saßen heute den ganzen Tag in kurzer Hose und T-Shirt am Strand. Jetzt wird es aber dann doch ein bisschen frischer, aber ich glaube, wir werden das hier am Lagerfeuer ganz gut aushalten können. Jetzt tut der Qualm ganz schön in meine Augen ziehen. Es ist heute der 25. Dezember, also Weihnachten. Die verbringen wir heute mal ein bisschen anders. Wir sind hier so 6,5 Kilometer ungefähr entfernt von unserem Stellplatz und wir sind mit dem Fahrrad hierher gefahren. Hört sich nicht weit an, hat aber trotzdem eine Dreiviertelstunde gedauert, weil es sehr viel bergauf und bergab ging, aber super coole einsame Straßen und Strecken. Und wir sind jetzt hier in Knidos und unser Ziel heute ist dieser Leuchtturm. Wir sind angekommen am Leuchtturm und das hier ist die Aussicht. Da drüben ist übrigens Griechenland, da wollten wir nochmal hier eigentlich hin. Also das ist eine Insel, eine griechische Insel. Da ist der Lockdown, also wir sind ganz froh, dass wir im Moment hier sind. Hier ist auch schön warm und die Landschaft gefällt uns auch echt, echt wunderbar. Und der Ausblick ist auch super schön hier, vielleicht bei besserem Wetter noch schöner, aber dafür sind wir ganz alleine. Hier sind auf dem ganzen Weg keiner Menschenseele begegnet und was will man mehr? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Snacks. Natürlich läuft nicht immer alles glatt. Ich habe die Reiswaffeln oder Maiswaffeln vergessen einzupacken. Tut mir leid, Nils. Aber du hast sie auch nicht eingepackt. Jeder dachte, der andere hätte sie eingepackt. Aber immerhin haben wir Mandarinen, Oliven und Pistazien. Ich finde, das hört sich typisch türkisch an. Lecker Essen gibt's jetzt. Yam, yam, yam. Wir wollten eigentlich nur einen kurzen Strandspaziergang machen. Jetzt sind wir hier gelandet, mitten in so einem steinigen Weg, direkt in so Buchten am Meer entlang. Super schön, aber auch ein bisschen anspruchsvoller als gedacht. Mal schauen, wie weit wir noch gehen. Und es ist ja super windig heute, aber hier immer mal, wenn es ein bisschen windstiller ist, ist es so brutal warm. Und wir haben eben schon mal die Wassertemperatur getestet. Mal schauen, ob wir uns trauen, später vielleicht da einmal kurz reinzuspringen.
Schöne Weihnachten an alle, auch wenn dieses Video erst viel nach Weihnachten rauskommen wird. Nicht im Hintergrund. Da muss ich jetzt wohl was erzählen, ne? Keine Schimmer. Ich glaube, wir werden hier jetzt einfach eine kleine Pause einlegen und ein paar Mandarinen essen. Was sonst? Weil Mandarinen schmecken einfach super gerne.